Ja, die Arbeit, da müssen man viel mehr Leute draufstellen können. Bei 15 Arbeiter für so ein riesiges Schiff ist eigentlich viel zu wenig. Der Generator ist fertig. Unsere Anstrengungen haben ein Ende. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Der Generator. Wir haben es geschafft. Sehr, wir mussten große Opfer bringen, doch der Generator wurde endlich fertiggestellt. Manche haben es für unmöglich gehalten, doch wir haben es geschafft. Er überragt das Lager majestätisch. Er ist der Beweis dafür, dass wir der Kälte und Natur, Mutter Natur überlegen sind. Es ist eine Herausforderung an die Welt. Wir werden durchhalten. Und das werden wir auch. Bis der Eisbrecher hier ankommt und uns nach Hause bringt. Wir sind beinahe fertig, so nah und doch so fern. Warte auf die Rettung. Der Generator ist bereit. Jetzt warten wir ab, bis das Wetter gut genug ist, damit uns unsere Schiffe nach Hause bringen können. Wir müssen nur noch ein paar Tage ausharren. Und es bleibt immer noch Zeit, den Generator zu verbessern. Okay, das mache ich als nächstes Mal. Steigleitungssystem, muss ich gleich mal schauen. Weizen? Kann ich die verbessern? Hier anscheinend gar nicht. Generator. Hä? Könnte das nicht erforschen. Warte mal. Ach hier! Ah, habe ich nicht gesehen. Ein Einsatz von vertikalen Rohren erhöht die maximale Reichweite des Generators. Okay, jetzt brauche ich doch noch haufenweise von den Sachen hier. Was ist los? Gute Arbeit! Glückwunsch, du hast den Generator gerade rechtzeitig fertiggestellt. Ein landesweiter Nahrungsmangel hat die Leute dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Es kommt zu Aufständen in Manchester, Birmingham und Leeds. In den Kolonien herrscht noch größeres Chaos. Ebenezer Craven, der neue Premierminister, möchte die Rohstoffe aus dem Generatorprogramm umleiten. Es könnte sein, dass wir den nächsten Auftrag ändern müssen. Der Eisbrecher ist auf dem Weg und sollte da sein, um dich zu evakuieren. Vielleicht aber auch nicht. Altes Wrack, Sir, uns geht der Stahl aus. Glücklicherweise haben wir eine neue Quelle gefunden. Einer der wenigen Vorteile der Kälte ist das zugefrorene Meer. So können wir das nahegelegene Schiffswrack zu Fuß erreichen. Wir können Leute aussenden, um dort Stahl zu plündern. Allerdings müssen wir dafür in extremen Bedingungen arbeiten. Ach Mensch, das geht ja hier auch. Ja, ja, okay, wegen 23 Leute. Davon. Okay. Aus den vertikalen Rohren erhöhen sich Zirkulation und maximale Reichweite des Generators. Durch Overdrive wird ein Notfallprogramm aktiviert, das das Heizwertsgenerator für kurze Zeit massiv erhöht. Es wird erstmal rund um die Uhr gearbeitet. Bin mir nicht sicher, ob ich die hier alle gerade brauche. Stahl wird gar nicht mehr gesammelt, außer hier. 1,6 die Stunde, das ist ein Witz. Holz kommt noch rein, das ist schön. 24 Tage, 8 Tage. Läuft. Jetzt wird Haferschleim ausgegeben. Den ihr aus. Ich weiß nicht, was macht. Wartet mal bei der Gelegenheit. Könnt ihr auch mal ununterbrochen arbeiten. Warte auf Rettung. 6 Tage. Ja, bis dahin könnte ich alles fertig kriegen. Es wird aber bald nochmal kälter, dann muss ich mit Erfrierung rechnen.
bei den Leuten. Ui, ich habe sehr viel Kranke, sehe ich gerade. Obwohl ich gar nicht genau weiß, warum. Kann ich jetzt eigentlich die... Warum darf ich das nicht dahin bauen? Das ist so blöde. Hä? Ach ja, leckt mich doch am Arsch. Ich kann doch nichts dafür, wenn die... Wenn es kälter wird. Also, ich finde das so bescheuert. Wo ist der zweite? Tage ist immer noch okay. Okay, muss ich nur erforschen. Was brauche ich für die letzte Stufe? 15 Stahlgemische und 20 davon. Okay, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ist okay. Damit komme ich klar. Bei der Gelegenheit. Moment, da wird jetzt auch kein Stein mehr gesammelt, oder? Ja, doch, das läuft noch. Ja, es ist kalt, aber wir müssen halt überlegen, was uns das Wichtigste ist. Und das ist meiner Sicht überleben. Frostbeulen, ja, kennen wir. Verrückter Prediger. Sir, am Generator hat sich eine Menschenmenge zu einem großen, drahtigen Mann versammelt. Er gestikuliert wild und schreit, wir haben diesen babylonischen Turm gegen den Gott, unseren Herrn, errichtet und seinen Zorn gegen uns geschürt. Er hat den Frost über uns gebracht, um uns zu zerschmettern. Menschen sind so dumm. Tut Buße, legt eure Werkzeuge nieder und betet. Die meisten Leute gaffen nur auf einige Knien neben ihnen. Ey, wir haben es fast geschafft und jetzt gebt ihr eigentlich auf. Ich hätte gedacht, wir können den jetzt verwenden und dann dachte ich, dann ziehe ich das einfach alles hier rein. Ich brauche mehr Stahl. Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn noch herkriegen kann. Doch, ich weiß woher. Hört mal auf. Auf jeden Fall ein bisschen Kohle noch rein. Das ist euer Problem. Kalte Unterkünfte. Fickt euch ins Knie. Ganz ernsthaft, also, nee. Könnt ihr vergessen. Ich brauche bloß noch. Auf 25 davon. Ah, fehlen noch ein paar. Könnte ich tatsächlich noch hinkriegen. Von mir aus. Eigentlich kann ich das ja auch anmachen. Obwohl, nee, lasst mal.
Die brauche ich nicht unbedingt. Und wer es könnte auch langsamer arbeiten. Das könnte auch streiken, ist mir auch gerade egal. Ich brauche vor allem Stahl. Ist hier noch Holz davor? Nee. Es ist die einzige Möglichkeit, an den Stall ranzukommen, diese Sachen loszuwerden hier. Sieben dazu reicht noch nicht ganz. Ja, wir machen gute Fortschritte. Mehr Krankenbedingungen. Geht das nicht tatsächlich ein? Abriss. Abriss. War das Krankenhaus schadet echt nicht. Warum die Leute hungrig sind, ich habe echt keine Ahnung, was mit denen nicht stimmt. Motivation steigt noch mehr. Die Leute werden echt krank. Diese Brenner sind für den Arsch. Für den Arsch. Ja. 19. Fehlen noch zwei. Die reiße ich auch mal ab. Aber nur, dass ich es möglichst schnell kriege. Ihr habt nichts mehr zu tun. Ich glaube, es ist so gedacht, dass man jetzt losgeht und diese Tiere holt. 10 Tage, ja. Ein bisschen was haben wir rausgezogen, aber es ist noch viel zu wenig. Jetzt müssen wir aber alles haben. Schneller und mehr arbeiten. Oh, Moment, ich habe hier schon genug. So. Wieso kann ich das Scheißding nicht einsetzen? Das verstehe ich nicht. Er ist funktional, warum kann ich ihn nicht einsetzen? Dauert das? Ein Tag. Ja, die Motivation sinkt echt in den Keller. Erfroren. Sir, 10 Elmer sind heute Nacht nicht zur Arbeit erschienen. Als ihre Arbeitskollegen nach ihnen sahen, fanden sie erfroren in den Betten vor. Sie sind in der Kälte zum Opfer gefallen. Oh, okay.
verstehe schon das Problem. Ist eh leer. Ist leer. Leer. Wenn ich die ausmache. Wo ist der Brenner da? Helfen die gerade? Könnte sein. Ne, warte mal. Ich komm einfach zurück. Hat gereicht. Ist ja doch eh fertig. Dann ist erstmal Schluss hier. Wir müssen nicht mehr arbeiten. Ihr müsst da eigentlich auch nicht arbeiten, ihr erfriert nur. Ach, ihr müsst erstmal nicht mehr arbeiten. Kaltes Zuhause, tödliche Arbeitsbedingungen. Ihr habt keine tödlichen Arbeitsbedingungen eigentlich, aber ist okay. Wo könnte ich noch Leute herkriegen? Irgendwo gerade gar nicht. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Also Holz läuft. Wirtshaus läuft. Ach richtig. Ich habe ja auch noch Heizungen. Ah, die Heizung funktioniert nicht ohne Generator. Ja, das ist ja prickelnd. Warum habe ich die nochmal? 12 Tage, 11 Tage. Werdet fertig, ich brauche euch tatsächlich woanders. Perfektionist. Und sogar da kannst du es mehr einfach von größerer Kälte schützen. Ja, habe ich alles gemacht, toll, aber wieso kann ich ihn nicht einfach anschmeißen? Aber wir können die Zahl der Leute erhöhen, die eventuell gerettet werden. Das lässt sich die Überlebenschancen mit Leistung erhöhen. Ja. Brauche ich noch ein Krankenhaus? Okay, dann steigt die Temperatur bald wieder. Unzufriedenheit und Streiks. Sehr, wir möchten erstmal auf die große Unzufriedenheit unserer Bevölkerung. Je größer ist es, so mehr Arbeiter werden in Streiks. Ja. Der hier arbeitet ja auch rund um die Uhr. Mehr Kranken benötigen.
Wo sind die Brenner? Ich kann den nicht mehr erhöhen. Mehr geht nicht, die Brenner sind einfach nur Mist. Wer will denn da streiken? Da ist doch keine Sau da. Ach, das muss ich für alles... Ich dachte, das ist so ein generelles Ding. War die nicht mehr als ein Krankenhaus? Das hier zum Beispiel. Oh, hier funktioniert es plötzlich. Motivation! Es gibt eigentlich... nichts mehr zu tun. Ich kann nur hoffen, dass die Leute gesund werden. Ah, ich muss auch noch so und so viele Leute behandeln. Okay, es läuft. Mr. Ausguck. Sir, wenn alles nach Plan verläuft, sollten der Eisbrecher morgen hier eintreffen. Gott sei Dank. Die Leute können es kaum noch erwarten, Turnier zu verschwinden. Einer unserer Leute hat sich aufs Eis begeben, um nach dem Schiff Ausschau zu halten. Er ist schon eine Weile her und ist noch nicht zurückgekehrt. Seine Freunde befürchten, dass er zugeschossen. Ja, komm, sucht nach ihm. Vielleicht verschwinden die dann jetzt auch, aber ich habe eh zu viele Leute. Einen müssen wir noch behandeln. Yay! Das Ding bleibt aber erstmal. Kohle läuft aber gar nicht schlecht. Das ist ein echt gutes Zwischenlager, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist nicht so gedacht, aber es funktioniert. Das ist wichtig. Schicksal ist ausgut. Sir, der Suchtrupp ist mitten in der Nacht mit leeren Händen völlig entnervt zurückgekehrt. Sie haben die Überreste eines Rucksacks und ein Kleidungsstück eines Mannes gefunden. Die Blut- und Schleifspuren im Schnee lassen auf einen Eisbären schließen. Das sind Eisbärenspuren, sagt ein erfahrener Erkunder. Die Bestien halten sich normalerweise bis zum Einbruch des Winters weit im Norden auf. Wir müssen von hier weg. Das Wetter hier wird schon bald zurück, verrückt spielen. Ja, mein Gott. Noch ein Krankenhaus kann ich mir aktuell nicht leisten. Es wird bald wieder richtig schön warm, also heißt richtig schön, also. Essen reicht noch 11 Tage, sehr schön. Und es wird warm, ich glaube, wir haben es geschafft. Konstrukteur! Wir haben unser Bestes versucht. Endlich, ich kann es kaum glauben. Unsere Anstrengungen haben ein Ende. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Da ist der Eisbrecher. Endlich fertig. Wahrlich ein Wunder. Jetzt können wir nach London und dort werden wir erfrieren und verhungern. Ein Funken Hoffnung. Der riesige Generator ist kaum noch zu sehen. Er wirkt winzig im Vergleich zu den gewaltigen Bergen. Doch auch sie verschwinden schon bald hinter dem Horizont. Du hast allen Widrigen zum Trotz gewonnen. Dennoch sieht die Zukunft düster aus. Das Imperium versinkt im Chaos, die Einwohner kämpfen um Arbeit, Nahrung und Wärme. Ein Firmenbeauftragter meinte, es gäbe später eine Tombola. Man könnte einen Platz am Generator gewinnen. Eine Tombola. Du blickst in die stolzen, aber müden Gesichter deiner Leute. Du hörst den peitschenden Wind und fragst du dich, ob all die Mühe nicht zum Vorteil von jemand anderem waren. Ja, ich glaube schon. Dann würde ich sagen, das war... Oh, okay. Ihr seht noch, wie alles passiert ist. Aber wenn man wirklich nicht weiß, dass das Ende der Welt kam, das Ende der Welt verschafft einem eine andere Perspektive, um zu überleben, muss man Opfer bringen. Erstickung des Widerstands, Vergrößerung, Doppelschichten, gefährliche Arbeit.
Kann das Leben eines Menschen mehr wert sein als das eines anderen? Meiner Meinung nach ja. Liverpool brauchte einen Erfolg. Und wir haben dafür gesorgt. 20 tote Arbeiter. Nur tote, was? Ingenieure? Ich hab's nicht genau gelesen. Aber war das ein gerechter Preis? Einwohner, Überlebenschancen akzeptabel. Ja, wir haben den Generator ziemlich gut hingekriegt beim zweiten Versuch. So, das war Let's Play Frostpunk für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.